Zweiter Handelstag in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir haben einen Swing Trade über die nächsten Wochen, nämlich auf Platin. Da sind wir in einem Zeitfenster, in dem der Markt üblicherweise schwächelt. Haben wir auch schon mal vor, ja, ich glaube vor 1,5 bis 2 Wochen auch schon mal angesprochen gehabt, dass da sich ein Zeitfenster öffnet und das ist nun aktiv und in diesem Zeitfenster ergeben sich eben mehrere Setups auf der Short-Seite und dem einen wollen wir uns also auch heute wieder widmen, aber natürlich nicht ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier den klassisch saisonalen Chart, mit 3 Betrachtungszeiträumen, rot 5-Jahresdurchschnitt, grün 15-Jahresdurchschnitt und gelb 30-Jahresdurchschnitt. Blau ist der tatsächliche Verlauf, den wir jetzt jüngst gesehen haben. Da sehen wir, Platin entwickelt sich ziemlich typisch saisonal, ist jetzt aber zuletzt sogar schwächer als saisonal üblich. Normalerweise ist Platin zu dieser Zeit noch nicht so schwach. Jetzt ist es schwächer als üblicherweise. Das ist also für die Short-Seite gut. Und wer long ist, da ist es eher nicht so gut. Wenn ein Markt relative Schwäche hat gegenüber dem üblichen saisonalen Muster und die richtig schwache Phase, die setzt typischerweise jetzt ein. Also zu dieser Zeit, so Richtung Mitte September und verschärft sich dann Ende September und gipfelt so in einem, ja, Sell-off in der ersten Oktoberwoche. Und so ähnlich wie beim Aktienmarkt, manchmal ein paar Tage früher, findet dann auch Platin ab Ende der ersten Oktoberwoche so seinen Boden typischerweise und kann sich dann anschließend erholen und hat dann am Ende des Jahres sogar eine sehr, sehr starke Phase. Aber jetzt ist erstmal die Short-Seite Trumpf und das Ganze kann umgesetzt werden mit einem Platin Short, die WKN lautet KH928D, KH928D. Einstieg Market, Stop-Loss 0,1 Euro und Exit wäre jetzt für dieses Setup der 10. Oktober. Wir haben es gerade gesehen, so in der ersten Oktoberwoche ist der saisonal, also ist im Durchschnitt das saisonale Tief, der saisonal schwächste Punkt. Und bis dahin soll diese Position also auch laufen. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.